heute eine interessante Kombi. Ghost Energy Orange Cream mit Nitro X. Wir haben auf Nitro einfach nochmal einen oben drauf gesetzt. Gerade was den Pump angeht, was die Pumplänge angeht, also was den Abbau von Nitrat angeht. Der Pump hält einfach deutlich länger. Gab es eine halbe Portion für mich, aber darum soll es gar nicht gehen. Habe ich jetzt hier fertig gemacht, weil wir wollen Push trainieren. Wollen wir uns mal so langsam einrichten hier. Brust, Schulter, Trizeps. Schrägband drücken mit der Kurzhantel. Mit der Kurzhantel fühle ich mich immer ein bisschen besser. Einfach, wenn ich noch besser in die Brust komme, ich bin nicht so starr unter der Langhantel. Ein paar Wiederholungen machen, ein bisschen Blut reinkriegen, ein bisschen Gefühl reinkriegen und dann arbeiten wir uns schön hoch. Wie gesagt, 7 Days Out. Mal gucken, was drin ist. So, euch ist sicher aufgefallen, dass ich das nicht ganz durchdrücke. Folgender Grund, wenn ihr das ganz durchdrückt, ihr macht den Arm gerade. Der Arm geht mehr zur Mitte und ihr habt mehr Last auf der vorderen Schulter. Versucht die Hanteln schön außen zu lassen und hier zu drücken und gar nicht so in diesen Bereich zu kommen. Je weiter ihr voranschreitet, desto weniger Wiederholungen macht ihr. Es ist wirklich so, dass ich mit dem letzten Aufwärmsatz eine Wiederholung mache, bevor ich zum Arbeitssatz gehe. Der letzte Warm-up-Satz darf ruhig 80-90% vom Maximalload sein, damit ihr euch wirklich daran gewöhnt, dass da gleich Last kommt, aber nicht irgendwie 5-6 Wiederholungen machen, was Energie kostet, sondern Gefühl und weg. Okay, das ist das, was ich meinte, einmal reinfühlen. Gucken, wie sich der Mist anfühlt. Einmal drücken, Körper vorbereiten. Bloß keine Energie verschwenden. Wir wollen keine Energie verschwenden. Wir wollen uns nicht ausbrennen. Wir wollen maximal uns belasten und auslasten im Arbeitssatz. Schwer, oder? 8x70. Geile Nummer. Und wisst ihr was? Ich drücke die jetzt seit 4 Wochen. So in dem Wiederholungsbereich zwischen 7 und 9. Immer so ein bisschen tagesformabhängig. Und ich brauche 80er. Ich bin jetzt bei 3300 Kalorien. 12 Wochen Diät. Und drücke 8x70er. Im Aufbau wird es lustig. Ganz wichtig, auch was die Pausenzeiten angeht, werde ich auch oft von meinen Athleten gefragt, den ich Trainingspläne schreibe, weil ich es nicht explizit draufschreibe. Für mich ist wichtig, dass ein Athlet im zweiten Satz, auch wenn es der Backoff-Satz ist, heißt es nicht, dass das kein Maximalsatz ist. Es ist ein Maximalsatz in einem höheren Wiederholungsbereich mit weniger Gewicht. Bedeutet, ihr müsst maximale Leistung abrufen können. Bedeutet, wenn ihr schnaufend in den Satz geht, so wie ich jetzt, bringt ihr keine maximale Leistung. Da limitiert euch euer kardiovaskuläres System, eure Kondition und nicht die Kraft. Puls runterkommen lassen, Luft holen. Wenn es 5 Minuten dauert, dauert es 5 Minuten. Und einen effektiven Satz machen. Es ist wirklich auch so, wenn man jetzt mit Studien anfängt, und nachguckt, es ist effektiver, eine längere Pause zu machen und dann einen effektiveren Satz zu bringen, als eine kurze Pause zu machen. So einen 60 Sekunden Pausenkram, völliger Blödsinn. Lieber 3 bis 5 Minuten Pause machen, effektive Sätze bringen für den Muskelaufbau, das, was wir nämlich wollen, alle, davon gehe ich jedenfalls aus, bringen uns ans Ziel und nicht 45 Sekunden Pause und einen Satz machen, bis es brennt. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich bin keine Ausdauerathleten. Okay.
Da war der Akku wohl leer. 9 Reps noch. Achtung. Okay. 2 Sätze. Ich wollte sagen, das war's jetzt für Brust, war es aber noch nicht. Ich mache jetzt noch Kabelfliegen im Sitzen als zweite Brustübung. Einige kennt, abgeguckt bei Joe Bennett, dem Hypertrophie-Coach. Funktioniert hervorragend. Wenn ihr die halbe Rolle im Rücken habt, kriegt ihr den Rücken viel weiter auf, weil die Schulterblätter nicht anliegen. Ja. Das wird schön. Das ist schwer. Ja, also immer noch gut Druck drin, muss man wirklich sagen. Und ein kleines Resümee der Vorbereitung. Ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Natürlich in Absprache mit Stefan. Ernährung so alles sehr, sehr identisch. Aber ich habe mein Training selber ein bisschen rumgeschraubt, was mein Trainingsvolumen angeht. Was wirklich meine Leistung jetzt die letzten Wochen hochgehalten hat. Seht ihr ja, wie gesagt, Kraft ist noch gut da. Zweiter wichtiger Faktor, ganz klar. Supplements, Intra, muss man einfach so sagen. Das Cluster Dextrin im Training. Hält die Leistung wirklich lange oben, wenn man wenig Kohlenhydrate hat. Lieber die 30 Gramm Kohlenhydrate hier im Training investieren und die Leistung hochhalten. Deswegen mache ich jetzt hier Intra. 30 Gramm Intra, 10 Gramm Kreatin. Weil ich viel trinke, teile ich das Intra nochmal auf in Beta-Adrenalin, nochmal 10 Gramm. Damit es auch kribbelt. Gerade bei solchen Übungen, oder wenn ihr Seitenhiebe am Kabel macht, sind diese 200 Gramm oder 500 Gramm Scheiben ideal. Gerade für die Mädels unter euch. Mit der Kurzhantel von 2,5 auf 5 Kilo, 50% Lasterhöhung, völliger Blödsinn. Deswegen macht es am Kabelzug 200 Gramm Scheibe ergänzen, jedes Mal 200 Gramm mehr. Perfekt. So kommt ihr in kleinen Schritten hoch und müsst nicht nur über Wiederholung arbeiten. Schultern, ganz simpel, für mich vor allen Dingen ganz wichtig, eine Seithebevariante im Schultertraining, die machen wir als zweites. Ich drücke immer als erstes gerne, habe ein bisschen variiert. Ich habe eine ganze Zeit lang erst alle Drückübungen gemacht, bedeutet alle Brustdrückübungen, dann die Schulterdrückübung, dann, wenn ich es drin hatte, eine Dip-Variante oder eine enge Drückvariante für den Trizeps. Und dann bin ich erst zu Seitheben gegangen, fliegende Butterfly oder Trizeps am Kabel. Jetzt habe ich erst die Brust abgearbeitet und gehe rüber an die Multipresse, mache Schulterdrücken im Sitzen. Für mich so aktuell meine Lieblingsvariation im Stehen. Geht auch, bin ich aber kein Riesenfan von, weil ich mich nicht so gut auf die Schulter konzentrieren kann, sondern mehr auf die Stabilität. Und ich will die Schulter wirklich am effektivsten treffen, wie möglich. Also sitzende Variante. Gürtel trage ich immer, sobald Druck von oben kommt auf die Wirbelsäule. Unangenehmer Druck, gerade weil hier so ein bisschen ins Hohlkreuz geht. Bei Rudervarianten kann man es auch machen. Brauche ich da aber nicht so. Wie gesagt, mir geht es eher darum, dass wenn Druck von oben kommt, nichts nach hinten oder vorne rausfliegt. Eher nach hinten. Das ist so eine Übung, wo in der Prep ein bisschen mehr Kraft verloren geht, leider. Deswegen schummeln wir hier ein bisschen und verändern die Lastkurve, indem wir hier ein Gummiband benutzen. Was nicht wirklich sehr stramm ist gleich, aber keine Sorge, es reißt nicht. Das gleich dafür sorgt, wenn es beim Rausdrücken ein bisschen leichter ist und wenn ihr mehr Kraft entwickeln könnt in der Streckung, mehr Muskulatur, ihr dann das Gewicht vollschiebt, weil das Gummiband dann einfach nicht mehr unter Spannung steht. Aber es macht das Rausdrücken ein bisschen einfacher. Thank you.
5,8 Wiederholungen, würde ich sagen. Okay, back off. Sind die Fußschlaufen von Ricky, die bei mir hervorragend ins Handgelenk passen. Und bei euch auch. Bevor ihr irgendwelche teuren Handcuffs kauft. Ich glaube, die kosten 12 Euro bei Amazon. Oh ja, fangen wir gleich schwer an. Okay, Seitheben am Kabel quasi. Aber die liegende Variante. Großer Vorteil, wenn ihr liegt, kommt ihr zum einen nicht ins Pendeln. Und ihr neigt nicht dazu, so stark in den Nacken zu ziehen, wie in der stehenden Variante, dass ihr dann irgendwann anfängt, hier zu arbeiten, weil da wollen wir nicht hin. Ihr müsst immer dran denken, ihr wollt den Arm nicht hoch bekommen, sondern die Hand weit von euch weg nach außen. Nicht hier hoch arbeiten, sondern von hier unten einen großen Bogen weit weg. Dann kommt ihr richtig schön in die seitliche Schulter. Auch hier 8 bis 10, 10 bis 15, 15 bis 20. Und den dritten Satz, ich überlege noch, ob ich den heute noch als Dropsatz mache, was Neues. Ich habe wieder ein paar Intensitätstechniken eingebaut, habe ich lange Zeit nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich im Aufbau ein höheres Volumen trainiere, also mehr Übungen einbaue, dadurch viele Sätze habe. Wenn ich jetzt nur zwei Übungen mache, habe ich so gemacht, dass ich in der zweiten Übung, im dritten Satz manchmal einen Dropsatz gemacht habe, einfach um noch einen Versagenspunkt mehr zu setzen. Es ist aber so, Richtung Wettkampf sollte man die Intensität langsam runterfahren. Wie gesagt, Beintraining war gestern schon Reps in Reserve quasi, dass ich so ein bis zwei Wiederholungen vorm wirklich All-Out aufgehört habe. Also wenn es richtig knackig wird, wo ihr wisst, okay, mit Ach und Krach geht noch eine, ist der Satz zu Ende. So habe ich es gestern gemacht. Eigentlich hätte ich eine Wiederholung vorher aufhören können, aber kriegt meinen Kopf nicht hin. Das ist Moncane. Aber Richtung Wettkampf ist eigentlich nur noch so Richtung Wettkampf der letzten 10 Tage, 14 Tage. Gut durchtrainieren, so wie heute. Nicht mehr komplett zerstören, nicht mehr komplett kaputt machen, vor allem nicht volumenstechnisch, weil Volumen kostet Regeneration. Aber das habt ihr im letzten Video gesehen.
Sehr schön. Okay. Brustschulter fertig. Und um das Push-Training fertigzustellen, fehlt natürlich noch der Trizeps. Den machen wir jetzt am Kabelzug. Leute, das Kabel kommt von hinten und ich strecke den Arm so aus. Funktioniert hervorragend. Kabel läuft entlang des Ober- und Unterarms. Für alle, die so Probleme haben mit French Press, Stirndrücken, die ganzen Überkopfgeschichten, finde ich deutlich besser. Handgelenk ist neutral und ihr drückt gerade raus und seid wirklich schön im langen Kopf. Finde ich eine hervorragende Übung. Wie gesagt, im Idealfall kommt der Kabelzug parallel von hinten. Dann ist es ein bisschen schöner auch mit dem Sitzen. Halb hohe Bank. Und dann seid ihr nicht immer im Hinterkopf. Und übrigens, falls ihr meine schönen alten Männerhaare schon begutachtet habt, One Week Out wird sich nicht mehr rasiert. Das machen wir nächste Woche. Also ich mach den Kopf, Ricky macht den Rest. Okay. Das langt. Jetzt wird's akrobatisch. Ich muss sagen, ich hasse es selber, weil ich das Gummiband nie so richtig geil umgelegt kriege. Aber es ist ein ultra geiler Dropsatz. Vorteil, mit dem Gummiband erhöht ihr die Spannung im oberen Punkt, also wenn der Trizeps voll drückt. Bedeutet, es wird nach oben hin schwerer. Ich glaube, ich habe 7 Wiederholungen gemacht, 6 oder 7 Wiederholungen. Bis Limit war, nehme ich das Gummiband weg, arbeite ohne Gummiband mit der normalen Last. Nochmal, waren heute nur 2 Wiederholungen. Und dann, also das war jetzt der klassische Dropsatz, kurze Pause, 5-6 Sekunden. Also Rest-Pause, Kombination von 2 Intensitätstechniken. Warte kurz und mach nochmal einen Anlauf. Keine 3 Anläufe wie beim normalen Rest-Pause-Satz, aber einfach nochmal um. Den ersten Versagenspunkt mit dem Gummiband, zweiten Versagenspunkt ohne Gummiband und den dritten Versagenspunkt nach der kurzen Pause. 3-mal Muskelversagen in einem Satz in 30 Sekunden. Reicht absolut aus, genial. Im Normalfall würde ich immer versuchen, wenn ihr einen Dropsatz macht, ich trainiere jetzt ja meistens ohne Partner, wenn ihr einen Dropsatz macht, ich sage jetzt mal so zwischen 8 und 12 Wiederholungen im ersten Anlauf, dass ihr den Drop so wählt, dass ihr Minimum nochmal 10 Wiederholungen schafft, aber nicht über 15 Wiederholungen. Ein Dropsatz sollte jetzt nicht so gering sein, dass ihr nur 2-3 Wiederholungen schafft, das ist nicht ideal. Ich würde dann schon wieder hingehen, dass ihr 8 bis 10 so schafft oder 10, aber auch nicht jetzt 15 bis 20. Ich hoffe, euch hat das Training gefallen. Verfolgt mich auf dem Wettkampf, es wird alles auf Insta festgehalten, natürlich, sowohl von Ricky als auch von mir. Wir sind mit dem ganzen Team da, Stefan ist dabei, der Nino ist dabei, diesmal nicht hinter der Kamera, sondern auf der Bühne. Seine erste Saison, ihn hat es gepackt, vom Zusehen, vom Mitsport machen zum Wettkampfathleten, bin tierisch stolz. Total geil, hat, ich glaube, 26 Wochen Diät hingelegt, hat eine wirklich Top-Condition an den Tag gebracht. Jetzt geht es bei ihm bald quasi nächste Woche in den Aufbau oder in die Recovery, dann in den Aufbau, dann wird Fleisch draufgelegt und dann geht es da auch weiter. Ansonsten sind natürlich noch einige andere vom Team Outlaw dabei. Freue mich auf jeden Fall auf die Reise. Wir nehmen euch mit. Danke für euren Support. Liken, kommentieren und teilen nicht vergessen. Verlinkt mich auf euren Stories. Ich teile das gerne. Ich freue mich darüber. Und ganz klar, das Video kriegt Reichweite. Freue ich mich natürlich auch drüber.
euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.